internationale Fachmesse MoTeC ist weltweit die führende Veranstaltung in den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführungstechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling. Als einzigartige Branchenplattform bildet sie die ganze Welt der Automation ab. Zusammen nahezu 1000 Aussteller aus 25 Ländern zeigen auf der diesjährigen MoTeC und Bond Expo das aktuelle Weltangebot für Produktions- und Montageautomatisierung sowie Klebtechnologie. Die MoTeC belegt die Hallen 3 bis 8. In Halle 6 ist neben der MoTeC auch die Schwestermesse Bond Expo platziert. Die Aussteller zeigen auf der MoTeC viele Neuheiten. Dieses Jahr präsentieren wir unsere neue Servopresse, die iPress. Wir haben die modularisiert, wir haben die vereinfacht, besser dem Kunden angepasst. Und wir haben die in drei verschiedenen Größen hier mit dabei. Die haben jetzt hier aufgebaut und können den Kunden individuell die Applikation zeigen. Wir als Universal Robots stellen als Highlight unsere E-Series an. Das ist die neue Robotergeneration. Die Nachfolgegeneration des bisherigen Modells ist noch einfacher zu programmieren. Bessere Sicherheitstechnologie, integrierter Kraft-Momentensensor, und die stellen wir hier auf der MoTeC aus. Was wir jedes Jahr zum MoTeC neu haben, ist etwas aus unserem Bereich der Linearachsen. Da haben wir 2015 unsere deutschen Produkte gelauncht. Und dieses Jahr stellen wir da zum Beispiel etwas für jeden vor, der als Kind schon gern mit Lego gespielt hat. Das ist unser Adaptersystem. Das heißt, die Achsen, die wir in den letzten Jahren rausgebracht haben, kann ich jetzt ganz einfach mit verschiedenen Adaptern miteinander verbinden. Es geht um unser Fifi. Fifi, man denkt ja spontan an einen kleinen Hund. Das war auch die Intention, ein fahrerloses Transportsystem, wo sich der Bediener gestengesteuert anmelden kann. Und dann folgt der Roboter des FTS dem Bediener vollautomatisch. Auch Industrie 4.0 spielt bei vielen Betrieben eine immer wichtigere Rolle. Ja, also Industrie 4.0 ist bei uns ein ganz wesentliches Thema, übrigens auch eingebettet in ein großes Internet of Things Projekt in der Bosch-Gruppe. Wir sehen da ganz viele neue Möglichkeiten, die wir nicht nur in unserer Vision verankert haben, sondern auch schon in ganz vielen konkreten Produkten. Eines sehen wir eben auch hier in der Schraubtechnik. Das heißt, mit diesem System erfassen wir Schraubdaten, sichern den Prozess ab, können die Daten dann auch weiter analysieren, Trendanalysen machen und daraus natürlich noch weitere Maßnahmen zur weiteren Produktivitätssteigerung, Taktzeitreduzierung und so weiter dann auch realisieren. Ja, wir haben das Thema Industrie 4.0 implementiert, indem wir unser IO-Link Produktportfolio erweitert haben. Das sehen Sie auch bei uns auf dem Stand, beziehungsweise die elektrischen Achsen schreiben ihre Positionswerte direkt in die Microsoft Azure Cloud. Wir könnten das theoretisch auch visualisieren. Also da ist Industrie 4.0 für uns auch klar ein Thema. Wir sind intensiv daran, uns in unterschiedlichen Bereichen auszudehnen und haben sogar in der Hinsicht eigene Strukturen gebildet, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also ein großes Thema für uns. Ja. Im Messekalender ist die MoTeC die wichtigste Veranstaltung für die Aussteller, kommen doch über 34.000 internationale Fachbesucher nach Stuttgart. Wir gehen gerne auf die MoTeC, sind stolz darauf, so lange dabei zu sein. Gerade in Zeiten, wo viel über Messeteilnahmen diskutiert wird, kann ich nur sagen, Messeteilnahmen sind wichtig, um das Unternehmen eben auch zu präsentieren. Und das tun wir hier gerne. Wir gehen auf viele Messen, aber auf der MoTeC haben wir mehr Kontakte wie auf allen anderen Messen zusammen. Also das ist wirklich die Nummer eins bei uns. Wir haben sehr viele Besucher aus dem Ausland. Die Zahl steigt jedes Jahr. Von daher ist das eine entscheidende Messe für uns, insbesondere für die Technologien Montagetechnik, Schraubtechnik, Lineartechnik, Antriebs- und Steuerungstechnik. Zum 12. Mal präsentierten auf der Schwestermesse Bond Expo Aussteller Neues aus der Welt der Klebetechnologie. Mit der klaren und konsequenten Ausrichtung auf die Prozesskette, Fügen und Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen wurden für die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bereich des Fügens und Verbindens verschiedenster Materialien, wirtschaftliche Detail- und Systemlösungen offeriert. The news for Bond Expo is Nordson is the release of our new micrometer family. And the micrometer family is being released in support of the electric battery and electronics market to dispense abrasive materials found in that market.
The meter itself allows you to do single component or two component dispensing with one metering platform. You can bolt the two together or separate them, and strong commonality of parts and performance for that market. Die Neuigkeiten bei uns am Stand ist, dass wir mit einem neuen Material zum Abdichten auf diese Messe kommen, das besondere Fähigkeiten hat in Weichheit und in der Geschlossenzelligkeit. Für die ausstellenden Betriebe der Bond Expo ist die Messe sehr wichtig. Da wir zwei unterschiedliche Produkte, nämlich zum einen die geschäumten Dichtungen und die Anlagentechnik und auf der anderen Seite Öfen zum Aushärten und Testen anbieten, ist die MOTEC eine der wenigen Messen, wo beide Technologien Zuschauer und Interessenten finden. Deshalb MOTEC besonders wichtig. As a company, it's a very important trade fair. For us, it's our largest show in Europe. It gives us a great opportunity to meet with local customers, material suppliers, integrators, and continue to grow our brand as well as grow our relationships throughout the market. Seien Sie auch auf der 38. MOTEC und 13. Bond Expo unser Gast vom 7. bis 10. Oktober 2019.